feet roll. Wyatt White Racing. Das ist genau von der Demo, ne? Ihr steht auf dreckige Pisten, meterhohe Schlammfontänen und erbitterten Positionskampf bzw. erbitterte Positionskämpfe. Dann meldet euch beim Rally Club an oder besorgt euch das brachiale Wyatt White Racing. Okay. Klingt erstmal nicht schlecht, ja? Dann sieht man hier unten so nur 73%, okay? Gekonnte Power Slides per Tastendruck lassen den Pixelstaub gehörig aufwirbeln. Duelle mit den künstlichen Rivalen fallen stets interessant und spannend aus. Die Computergegner drängen auch des Öfteren ins Kiesbett. Auch Profis sollten die versteckten Abkürzungen nutzen. Anders als im Offroad-Spektakel Smuggler's Run, ebenfalls Test in dieser Ausgabe, bahnt ihr euch bei dieser Rallye nicht frei den Weg durch eine weitläufige Szenerie, sondern fahrt über abgesteckte Pisten. Schmutziger geht's aber auch in Wyatt White Racing zu. Für jeden etwas dabei. Fahranfänger wagen sich zuerst an die Spielmodi Time Attack und Quick Race. Hier lernt ihr die Gegebenheiten der 5 völlig unterschiedlichen Levels kennen. Die Bandbreite reicht von eisigen Landschaften in Island bis hin zu den sandigen Outbacks Australiens. Die Strecken sind sehr lang, im Gegensatz zu anderen Rennspielen braucht ihr meist mehr als 5 Minuten bis ins Ziel. Eine Besonderheit von Wyatt White Racing ist, ihr spielt Bonusfahrzeuge nicht ausschließlich in der Meisterschaft, sondern auch in sogenannten Challenges frei. Diese unterteilen sich in 3 Minispielchen. Skill erfordert zum Beispiel eine haargenaue Fahrweise, um einen Riesenball durch Berührung mit eurem Fahrzeug ins Ziel zu buxieren. Ferner müsst ihr im Stunt-Parcours eine knifflige Piste unter Beachtung eines knapp ausgelegten Zeitlimits absolvieren. Schafft ihr alle Prüfungen, dürft ihr die Extrawagen mitsamt neuer Motoren und weiteren Upgrades in euren Fuhrpark einreihen. Ihr erspielt euch neben den White Wolf in Werten wie Handling, Geschwindigkeit und Beschleunigung überragend, unter anderem eine fliegende Untertasse. Das ist auch so abgefahren, das ist auch irgendwie so ein Oldschool-Ding, oder? Dass man sich irgendwelche abgefahrenen Vehikel noch freispielen kann in Spielen. Die Entwickler von Rage schmückten jeden Kurs mit mehreren Abzweigungen. Teils sind die zeitsparenden Abkürzungen schwer zu finden und tragen so zur Langzeitmotivation bei. In Indien beispielsweise brettert ihr durch leer gepumpte Kanäle oder über halbfertige Baustellen. Freunde packender Zweikämpfe wagen ein Kopf-an-Kopf-Duell via Splitscreen. Der Einstieg fällt nicht leicht, die ersten Rallye-Minuten sind frustreich, doch sobald ihr mit der Steuerung der wilden Renner zurechtkommt, steigt die Spaßkurve plötzlich steil an. Grafisch ist das zu kurze Wyatt White Racing kein Highlight, Rage zeigt zudem nur ansatzweise, wozu die PS2 optisch und spielerisch fähig ist. 73% bekommen. Pro interessante Streckenführung, realistische Lichteffekte, motivierendes Stunt-Modus, Contra Sichtweise zu stark begrenzt, monotoner 0815 Techno-Sound, zu wenig Strecken und Autos. Trotz gewöhnungsbedürftiger Steuerung, ein Tipp für Offroad-Fans, optisch und akustisch, aber einer PlayStation 2 unwürdig. Finde ich auch so, ne, wie vorhin bei dem anderen Test, irgendwie 73 finde ich für das, was hier so vermittelt wird, auch schon wieder fast zu hoch angesetzt, aber gut, wollen wir nicht über die Wertung streiten, letztendlich, keine Ahnung, sollte man eh gucken, einfach wenn ein Spiel interessiert, dass man es mal anspielt und es nicht von der Wertung abhängig macht, ob man es jetzt sich holt oder nicht, es sei denn, es geht um irgendwelche Extremfälle. So, was haben wir noch? Dream Dance Volume 18, eine Klasse für dich. The Best of Dream House and Trance, ab 27.11. im Handel mit den neuen Hits von Delirium, Brooklyn Bounce, Chicane, Green Curd, Baby D, Cosmo Nova, Mario Lopez und vielen mehr. Na dann, ab ins nächste Musikgeschäft. Ah, ein Sportspiel, sehr gut. ESPN Winter X Games. Der Winter steht wieder vor der Tür und mit ihm eine neue Snowboard-Simulation. Wird es Konami, wieder Konami? ESPN, also das andere, okay. ESPN Winter X Games schaffen sich neben, es geht um das, sich neben SSX von EA Sports zu behaupten. Okay, das eine war von EA, genau, das hier ist von Konami, okay. Die unterschiedlichen Charaktere haben jeweils die passenden Sponsoren dabei. In der Halfpipe ist großes Geschick gefragt. Mit einigen Tricks macht ihr wertvolle Punkte gut. Mit den gegnerischen Fahrern geht es beim gemeinsamen Abfahrtslauf um den Turniersieg. Um nicht mit Electronic Arts um Verkaufszahlen buhlen zu müssen, entschied sich Konami gegenüber dem Spaßboarder SSX einen stark simulationslastigen Snowboard-Titel zu programmieren. Das wird schon bei den ersten Menüpunkten klar. Keine futuristischen Events, sondern echte Disziplinen wie X-Games, den Snowboard X, Superpipe und Big Air.
Harte Extremsporten? Harte Extremsporten? Gibt's das Wort? Okay. Liebt ihr es extrem, dann sind Disziplinen wie Whiteout oder Railtrick euer Ding. Hier schlittert ihr meist steile Gletscher hinunter, wobei der Weg nicht nur über Schnee, sondern auch über scharfes Gestein führt. Die Steuerung ist leider wenig realistisch ausgefallen, da sich eure Spielfigur auch bei niedrigen Geschwindigkeiten zu stark in die Kurve neigt. Enttäuschend auch die Fahrphysik. Springt ihr über kleine Schanzen, scheint der Sportler beim Ausführen der Tricks beinahe in der Luft stehen zu bleiben. Hier zeigt sich gleich das nächste Problem. Sobald ihr einen Trick ausgelöst habt, ist dieser nur schwer abzubrechen, sodass ihr oft kopfüber im Schnee landet. Grafisch schneidet sich bei ESPN Winter X Games die Geister. Die Animationen der Fahrer sind gelungen, doch leider wirkt die winterliche Landschaft sehr steril. Darüber täuschen auch keine animierten Zuschauer hinweg, die euch am Rand der Piste zujubeln. Zusätzlich trällert noch Hardcore-Musik, die euch zusätzlich anfeuert aus den Lautsprechern. Fans freuen sich über einige Snowboard-Videos auf der PS2-DVD, in denen offensichtlich wahnsinnige Snowboard-Freaks atemberaubende Distanzen der Luft und oft genug auch in den Schnee zaubern. Diese Ausschnitte haben zusammen eine Dauer von ungefähr 30 Minuten. Zusätzliche Filme können freigespielt werden. ESPN Winter X Games kommt auf den ersten Blick als optionsreiche Simulation daher, doch das unrealistische Fahr- und Sprungverhalten lässt den Spaßfaktor deutlich unter dem des rasanten Snowboard-Renners SSX rutschen. Für Fans ist trotzdem ein Blick wert. Okay, ich will das Fass jetzt nicht wieder aufmachen, aber könnte man auch, finde ich, nochmal drüber reden anhand des Textes, aber okay. Pro, umfangreiche Spielvarianten, geniale Border-Videos, flüssige Grafik-Engine, Contra, unrealistisches Fahrverhalten, kompliziertes Tricksystem, triste, texturarme Grafikkulisse. Fazit, nette Snowboard-Simulation, die leider den Anschluss an die Spitze verpasst für Freaks, aber auf alle Fälle einen Blick wert. Na gut. Smuggler's Run, davon haben wir auch schon mal was gehört. Illegales Gangstergerase wird belohnt. Schmuggelt heiße Ware über die Grenze, doch nicht nur die Polizei sitzt euch im Nacken. Selbst im Zweispielermodus geht die Bildrate nicht in die Knie und bietet eine herrliche Optik. Verwüstungsorgien gehören zum Alltag eines Gangsters. Vorsicht vor fliegendem Blech, aus diesem Getümmel ohne größere Schäden herauszukommen, dürfte ein richtiges Problem darstellen. Grenzen dienen findigen Gangstern vor allem dazu, heiße Ware außer Landes zu befördern. In Smuggler's Run ist genau das eure Aufgabe. In weit mehr als 40 Missionen wird geschmuggelt, was das Zeug hält. Mit je 15 Quadratmeilen bieten die drei Levels eine riesige Spielwelt für Offroad-Fans. Ihr brettert über verschiedene Gletscherumgebungen, baumübersäte Waldgebiete oder durch sandige Dünenfelder. Fahren ohne Grenzen. Nur die richtige Wahl des passenden Gefährts verspricht Erfolg. Ein wendiger und leichtgängiger Buggy sorgt vor allem in Wüstensand für schnelles und sicheres Manövrieren, während der bullige Monster Truck im Schnee zur vollen Stärke auffährt. Jeder der drei Umgebungen wurde in 15 Missionen unterteilt, eure Aufgaben gleichen sich jedoch trotz der unterschiedlichen Bezeichnungen bis ins Detail. Stets müsst ihr lediglich die vorgegebenen Punkte innerhalb des Zeitlimits anfahren. Der eine Checkpoint dient der Aufnahme der Schmuggelware, während der zweite den Ablieferungsort darstellt. Der stets eingeblendete Pfeil am oberen Bildrand zeigt euch den einzuschlagenden Weg an, das vermeidet unnötige Irrfahrten. Schnappt euch die heiße Ware und liefert sie schnellstmöglich ab, doch noch bevor euch die Widersacher erwischen. Die Grenzschütze, die Polizei, aber auch rivalisierende und flinke Gangster heften sich an eure Fersen. Alle haben ein Ziel gemeinsam, die Ware durch Rammaktion an sich zu bringen. Ihr dürft alle geografischen Gegebenheiten wie Hügel, tiefklaffende Schluchten oder einen gewundenen und gefrorenen Flusslauf zu eurem Vorteil nutzen. Der Weg, den ihr einschlagt, lässt sich völlig frei bestimmen und gerade darin liegt der besondere Reiz der wilden Geländeraserei. Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass das ganz lustig war. Smuggler's Run hebt sich angenehm von der Rennkonkurrenz ab. Die grandiose Sichtweite beeindruckt völlig. Leider kehrt nach dem Durchspielen Langeweile ein, denn die Missionsziele ändern sich frappierend. Fahre von A nach B, ansonsten ändert sich lediglich nur die Schmuggelware. 80%. Das unkomplizierte Spielprinzip ist herausfordernd und ungeheuer spannend, trotz geringen Umfangs ein Garant für Action. Pro, imposante Geländeweitsicht, keinerlei Grafikrucken, spannende Multiplayer-Duelle, Contra, fehlende Abwechslung, monotone Musikuntermalung, auf Dauer zu eintönig. Midnight Club, Street Racing. Midnight Club, das sagt mir auf alle Fälle was. Ist das nicht eigentlich von Microsoft gewesen? Oder hatten die ein anderes? Das ist von Take-Two.
Wie hieß denn dieses eine Rennspiel von Microsoft? Hatten die, oder verwechsel ich da gerade was? Hm. Naja, okay. Achtung, Achtung an alle, die nachts illegale Straßenrennen fahren. Take-Two hat für euch ein nervenaufreibendes PS2-Rennspiel in Handschuhfach. Lasst das Auto stehen und greift zum Controller. Erstaunlich, nach einigen Spielminuten merkt man, wie viel Polygone die PS2 berechnen kann. Fußgänger, Ampeln oder Lampions, wie hier in Chinatown, gab's massig. Leider fehlt's an Texturen. Irgendwas ist immer, ich sag's immer wieder. Habt ihr den City Champion von London besiegt, bekommt ihr den bissigen Zender, keine Ahnung, Zender. Für diese Karre braucht ihr übermenschliche Reflexe. Er eignet sich natürlich auch für Spazierfahrten durch New York. Crashs nonstop in 2-Spieler-Modus mit 4 Computergegnern, kracht's nochmal doppelt so heftig. Kaffeefahrt mit dem Touristenbus, besucht ihr Londoner Sehenswürdigkeiten wie den Big Ben. Okay, das klingt irgendwie erstmal alles recht abgefahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Schauen wir mal, was der Test sagt. Das Spielprinzip von Midnight Club Street Racing erinnert etwas an Driver für die PlayStation 1. Allerdings agiert ihr hier nicht als verdeckter Ermittler, sondern schlüpft in die Rolle eines erbarmungslosen Verkehrsrowdies, der die Metropole New York und London unsicher macht. Im Karrieremodus verschafft ihr euch erst einmal Respekt. Zu Beginn steigt ihr in ein lahmes Taxi, mit dem ihr die Stadt abklappert und Gleichgesinnte herausfordert. Habt ihr einen der sogenannten Hookmen aufgespürt, fahrt ihr gegen ihn und ein paar andere Homeboys ein Rennen. Nun erscheinen auf eurem Radar mehrere gelbe Punkte und ein grüner Punkt, der das Ziel markiert. In welcher Reihenfolge ihr die gelben Checkpoints abfahrt, bleibt euch überlassen. Hauptsache, ihr seid als Erster im Ziel. Für den Sieg bekommt ihr die Handynummer des Verlierers, über die ihr ihn jederzeit erreichen könnt, um ihn zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen herauszufordern. Gewinnt ihr auch diese Hetzjagd, überlässt er euch seinen Wagen. So arbeitet ihr euch in beiden Städten mühsam nach oben und kassiert fleißig die Autos der Konkurrenten. Die Fahrzeugpalette reicht von Kleinwagen über aufgemotzte Prolokisten bis hin zum Supersportwagen. Fahnenjagd zu zweit. Ihr könnt euch nicht nur im Karrieremodus, sondern auch im Arcade-Modus richtig austoben. Der vereint 4 Spielvarianten und lässt euch die freie Wahl zwischen beiden Städten und unter den bisher freigespielten Wagen. Entweder dreht ihr ziellos einige gemütliche Runden durch die Innenstadt oder ihr fahrt ein Rennen gegen ein oder mehrere Gegner. Besonders lustig ist der Capture the Flag Modus, den ihr im ruckelfreien Splitscreen auch zu zweit bestreitet. Hier sucht ihr mit Hilfe eures Radars nach der Fahne gelber Punkt, die ihr zum Ablieferungsort grüner Punkt bringt, um zu punkten. Durch Blechkontakt nehmt ihr dem Gegenspieler die Fahne ab und umgekehrt. Wenn dann noch 4 Computergegner mitfahren, gibt's haarsträubende Verfolgungsjagden und Massenkarambolagen am laufenden Band. Mehr Spielerspaß pur. Das klingt echt lustig. Also keine Ahnung, das klingt ja schon fast nach Spaß wie Mario Kart oder so. Die Stadt lebt. Auf den ersten Blick ist die Grafik von Midnight Club Street Racing langweilig. Die unlizenzierten Fantasieflitzer mit den plumpen Glanzeffekten wirken teilweise wie Spielzeugautos. Am ärgerlichsten ist der akute Texturmangel, der sich vor allem bei großen Flächen negativ bemerkbar macht. Dadurch wird zum Glücksspiel Entfernung und Höhenunterschiede abzuschätzen, weswegen ihr manchmal gegen eine Mauer fahrt. Dafür sind die Städte sehr detailliert gestaltet. Die verschiedenen Gebäude sind mit Feuerleitern, Treppenaufgängen und Balkonen ausgestattet. An Hochhäusern prangen zum Teil animierte Leuchttafeln mit Markenwerbung und das nicht zu knapp. Weiterhin findet ihr etliche Seitengassen und Abkürzungen durch Unterführungen und Parkhäuser. Auffällig sind auch die unzähligen Verkehrszeichen, Ampelanlagen, Straßenlaternen, Telefonzellen und Hotdog-Stände, die ihr allesamt über den Haufen fahrt. Bäume hingegen bewegen sich kein Stück, auch wenn ihr mit 300 Sachen angebraust kommt. Damit etwas Leben in die Szene kommt, herrscht in New York und London reger Verkehr. Die anderen Autofahrer halten an roten Ampeln, blinken beim Spurwechsel und hupen wie verrückt, wenn er ihnen auf der Autobahn entgegenkommt. Verständlich. Ähnlich geschockt reagieren die zahlreichen Passanten, wenn ihr mit einem Affenzahn über den Bürgersteig fetzt. Die meisten schreien erschrocken und werfen sich zur Seite. Manche schaffen den Sprung aber nicht mehr rechtzeitig. Trotz dieser vielen Details läuft das Spiel sehr schnell und flüssig und der Bildaufbau ist auch so gut wie unsichtbar. Resümee: Durch die liebevolle Gestaltung kann man das Texturmanko gerade so verkraften. Soundtechnisch sieht's ähnlich aus. Die abgedrehten Techno- und Drum-and-Bass-Stücke werden sicher manchen gefallen, der Großteil hört aber lieber weg. Als Ausgleich gibt's meckernde Fußgänger, Funksprüche zwischen den Fahrern und quietschende Reifen. Keine Meisterleistung, aber durchaus hörenswert. Also keine Ahnung, ich muss dann doch nochmal aufgreifen. Hier finde ich es wiederum krass, weil das klingt eigentlich doch alles recht spaßig. Okay, bis auf eine gewisse Textur,
Armut, sagen wir mal, ja. Ich habe fast das Gefühl, die Grafik, also gerade die Wertung bezieht sich ja oftmals wirklich nur auf das grafisch gezeigte, geleistete. Kann das sein? Also das liest sich für mich wesentlich spaßiger als manch andere Sachen, aber hat nur in Anführungszeichen, nein. Ist ja auch egal eigentlich, aber es ist halt ein Thema, was mich beschäftigt. Meinung, anfangs enttäuscht die unspektakuläre Grafik maßlos. Nach einigen Spielminuten offenbart die Hetzjagd durch die Stadt aber ihren Reiz. Ohne strategische Vorgehensweisen habt ihr kaum eine Chance. Die vielen leicht zu handhabenden Autos mit den unterschiedlichen Fahreigenschaften halten die Motivation hoch. Besonderes Lob gilt dem Capture the Flag Modus. Voll gut, ey. Ein gutes Mittel gegen zweisame Langeweile. Mit anspruchsvoller Grafik an dritter Stadt und Erweiterung des Spielsystems wie Wetten, Preisgelder oder Reparaturen wäre sicher auch eine höhere Wertung drin gewesen. Trotzdem ist der Titel für alle Bleifüße, die mal was Neues ausprobieren wollen, empfehlenswert. Ein Sportspiel, na bitte. Okay, aber das ist eher so ein Funding. Ready to Rumble Boxing. Ist es das mit Michael Jackson und Shaquille O'Neal? Ich glaube schon, oder? Wer ist der König im Ring? Wenn es nach Midway geht, der schnelle Hau drauf Spaß, denn den gibt's hier bis zum K.O. Ich sehe noch keinen Michael Jackson. Oder doch, da ist er, der King of Pop, Michael Jackson. Oh Mann, ey, okay, interessant. Wer ist er hier? Der boxende Roboter Robox Reezy 4 oder so ähnlich teilt kräftig aus. Wenn ihr mir auf die Rübe haut, schwingt der Punching Ball wild vor und zurück. Bei menschlichen Boxern verfärbt sich hingegen die Gesichter ins Blaue. Okay, keine Ahnung, aber das sieht echt lustig aus. Rumble-Effekt, hier fliegt jemand aus dem Ring. Alle Boxer wirken extrem realistisch, sofern man das bei den Comic-Charakteren sagen kann. Dank Smooth-Skin-Verfahren fallen kaum Kanten auf. Michael Jackson in Action, der King des Pop will auch King im Ring sein. Ob's klappt? Oh Mann, ey. Okay. In der ersten Runde von Ready to Rumble Boxing auf PlayStation 1 krankten die wilde Keilerei noch an der kantigen Grafik und der trägen Steuerung. Dreamcast-Besitzer hatten es da besser. Siehst du, ich wusste es. Hatte ich es nicht gesagt? Dann ist es tatsächlich die Demo, die ich wahrscheinlich dort gespielt hatte. Jetzt kommt Ready to Rumble Boxing Road 2 für PlayStation 2 und es ist ein echter Hingucker. 12 durchgeknallte und völlig überdrehte Boxer geben sich im Ring 1 auf die 12, sodass sich die Balken biegen. Allen voran der dürre Afro Thunder, der hat sich inzwischen zum Starboxer entwickelt und führt so mit seiner gigantischen Afro-Frisur die Riege der Faustkämpfer an. Kaum weniger witzig ist die übergewichtige Mama Tua. Die 181 Kilo Frau aus Hawaii schwabbelt wie eine Dampfwalze durch den Ring und teilt ordentlich aus. Ebenfalls ein kräftiger Schläger ist der Neuseeländer Johnny Bad Blood. Der tätowierte Hühner hat mit einer Größe von 1,87 eine Reichweite von sagenhaften 2,20 Meter und hält sich so auch die aufdringlichsten Boxer vom Hals. Vollends chaotisch wird's, wenn der Bonuscharakter ins Spiel kommt. Basketballstar Shaquille O'Neal gehört trotz seiner hünenhaften Größe noch zu den Normalos. Der wandelnde Boxroboter Robox Reezy 4 fällt dagegen eindeutig nicht mehr in diese Kategorie. Wie sonst würde man einen Blechkameraden mit einem Punching Ball als Kopf bezeichnen? Eindeutiger Redaktionsfavorit ist aber Schneeweißchen Michael Jackson. Der selbsternannte König des Pops steigt mit protzigem Glitzer-Outfit und verschiedenfarbigen Boxhandschuhen in den Ring und tänzelt gewandt zwischen den Seilen. Oh Mann, ey. Ich habe die Demo, wie gesagt, gespielt und ich kann mich echt noch erinnern, dass es wirklich sehr lustig war. Fliegende Fäuste. Die Spielmechanik hat sich durch nur dezent geändert. Mit den 4 Feuerknöpfen leitet ihr die unterschiedlichen Schläge ein. 2 hohe Punches und 2 niedrige, jeweils in einer schnellen und einer durchschlagenden Variante. Genügen für einen abwechslungsreichen Kampf. In Verbindung mit den Richtungstasten trefft ihr den Gegner in den meisten Fällen auch noch besonders hart und erhaltet ein oder mehrere Buchstaben gut geschrieben. Ist das Wort Rumble voll, dürft ihr per Tastendruck in den Rumble-Modus schalten. Die Handschuhe eures Boxers beginnen dann zu glühen und ihr verliert beim Schlagen keine Ausdauer mehr. Außerdem deckt ihr in diesem Zustand den Gegner per Autokombo mit vernichtender Schlagserie ein. Ideal zum Abreagieren. Neu sind bei Ready to Rumble Boxing Round 2 die 3 Rumble-Stufen. Wer fleißig Buchstaben sammelt und das Wort in einer Runde 3-mal vollmacht, wuchtet seinen Gegner mit einem Schlag aus dem Ring.
Wenig Neues in Midway Ring. Ansonsten bleiben Änderungen Mangelware. Im Meisterschaftsmodus führt ihr euren Boxer immer noch durch Preis- und Titelkämpfe bis an die Tabellenspitze. Zwischen den Kämpfen wird fleißig trainiert. Ihr verbessert die Eigenschaften eures Kämpfers in verschiedenen Geschicklichkeitsübungen. Sandsack kloppen gibt Stärke. Seilspringen verbessert Ausdauer und Stehvermögen. Ungeduldige Naturen überlassen die Übungen der Automatik und hangeln sich von Kampf zu Kampf. Auch Fans gepflegter Multiplayer-Duelle finden passende Spielmodi. Neben den normalen Zwei-Spieler-Arcade-Kampf vor allem den Turniermodus. Darin treten bis zu 9 verschiedene Kämpfer im K.O.-System gegeneinander an. Fehlende Spieler werden vom Computer gesteuert. Das macht aus Ready to Rumble Boxing Round 2 zwar noch keine Boxsimulation mit Tiefgang, steigert aber zumindest die Dauermotivation genauso wie die vielen freispielbaren Charaktere. Diese Prügelei ist das perfekte Spiel für zwischendurch. Die Trainingsdisziplin. Durch diese Übung bringt ihr euren Boxer im Meisterschaftsmodus so richtig in Form. Seilspringen, von oben fallende Symbole herab, ihr müsst im Rhythmus drücken. Punching Ball, mit 4 Tastenkombinationen haltet ihr den Ball schnell in Bewegung. Sandsack, eine Stimme gibt euch 6 verschiedene Schläge vor, ihr müsst reagieren. Schlagtraining, 6 Schlagflächen klappen nach vorne, ihr müsst die richtigen Knöpfe drücken. Fitness, eine Aerobic-Lehrerin gibt euch Tastenkombos vor, die ihr im Rhythmus nachmacht. Und Krafttraining, ihr pumpt abwechselnd 2 Gewichte, dabei müsst ihr einen Balken stoppen. Oh, das klingt alles irgendwie ganz kurzweilig und lustig. Wie heißt denn dieses eine Box-Indie-Game? Habe ich sogar Let's Play, aber ich komme gerade nicht auf den Namen. Erinnert mich irgendwie fast daran, da musste man ja auch trainieren und dann in die Kämpfe gehen. Punch, bestimmt irgendwas mit Punch. Punch-Out? Nee, Punch-Out war was anderes, ne? Das war NES. Naja, wie auch immer. 85%. Typische Arcade-Unterhaltung mit wenig Tiefgang, aber viel Spaß. Witzige Boxer runden den gelungenen Gesamteindruck ab. 85% gibt's pro Boxvergnügen ohne Einarbeitung, lustige Show-Einlagen, abwechslungsreiche Animation und Contra, kaum Dauermotivation, wenig grafische Abwechslung, immer gleiche Taktik erforderlich. Ah, guck mal, zur Abwechslung ein Sportspiel. International Superstar Soccer. Konami gerät unter Zugzwang. FIFA 2001 ist grandios. Kann International Superstar Soccer noch kontern? An der Grafik von ISS haben wir einiges zu kritisieren. Die Zuschauer sind billig animiert und manche Bewegungen wirken affig. Siehe Spieler am rechten Bildrand. Das ist da wahrscheinlich. Man sieht es wahrscheinlich nur schlecht aufgrund des Knicks, na, es geht. Außerdem flimmert es stark. Hier nicht zu sehen. Okay, also ein kurzer Blick dann doch mal auf den Spielspaß. Mit 84% ist jetzt wieder dahingehend dann doch überraschend, aber okay. Wahrscheinlich auch ein anderer Tester. Endlich hat Konami dank FIF Pro Lizenz Originalspieler im Angebot. Allerdings sind die Daten nicht top aktuell, sondern auf dem Stand vom Sommer. Und irgendwie sehen alle Spieler aus wie Japaner. Hatten wir vorhin schon mal irgendwo gelesen, ne? Okay, gut. Lass ich jetzt mal so stehen. Mit breiter Brust jubelt der koreanische Torschütze in die virtuelle Kamera. Ob bei Schneefall oder Sonnenschein, der Spielablauf ist spaßig und realistisch. Ihr kommt auf viele Arten zum Torerfolg und ohne strategisches Verständnis habt ihr auf hohen Spielstufen keine Chance. Na gut. Den wichtigsten Wettbewerbsnachteil gegenüber der FIFA-Serie hat Konami vor kurzem durch den Kauf von FIFA Pro Lizenz wettgemacht. Auch die Fußballer in International Superstar Soccer, kurz ISS, heißen Scholl, Beckham und Figo. Inkognito-Kicker wie bei der PS1, bei den PS1-Vorgängern sind Geschichte. Die Teamdaten sind auf dem Stand der diesjährigen EM. Zwar stecken satte 100 Nationalmannschaften aus allen Kontinenten im Spiel, sogar Papua-Neuguinea ist vertreten, aber Fans von Bayern, Schalke oder Leverkusen suchen ihre Idole vergebens. Vereinsmannschaften fehlen komplett. Als wirklich sehr kleinen Ausgleich hat Konami die 5 wichtigsten U23-Nationalteams eingebaut. Immerhin. DualShock 2 optimiert. Die Steuerung orientiert sich am PS1 ISS. Im Angriff spielt ihr einen hohen oder flachen Pass in den Fuß bzw. Lauf eines Kollegen. Ihr setzt zum Spurt an, springt über das gestreckte Bein des Abwehrspielers und bringt euch durch einen Doppelpass in eine aussichtsreiche Schussposition. ISS nutzt die Analogknöpfe des DualShocks in vorbildlicher Weise. Abhängig von der Druckintensität kommt ein Hammer- oder Pillepalle-Schüsschen heraus. Da starke Schüsse aber schnell hoch übers Tor segeln, ist Fingerspitzengefühl gefragt. Genauso bei Pässen. Führt der Gegner den Ball, versucht ihr ein Block-Tackling, zupft am Trikot oder eurem Opfer von hinten wüst in die Beine. Der Schiri hat seine Karten aber nicht in der Kabine vergessen, also spielt fair.
Rasenschach mit System. Eure taktischen Möglichkeiten sind nahezu grenzenlos. Ihr gebt Kommandos zu Flügelspiel, Pressing oder Kontertaktik und trimmt eure Abwehr auf Raum- bzw. Manndeckung. Mit Zahlenmarken 3-5-2 jonglieren gewiefte Taktiker ebenfalls. Wie von den Vorgängern gewohnt, achtet ihr außerdem auf die Tagesform der einzelnen Kicker. Der Spielablauf ist realistischer als bei FIFA 2001, ohne dadurch den Spaß einzuschränken. Die gegnerische Abwehr lässt euch Freiraum und mit ein wenig Übung zirkelt ihr eure Schüsse cool in den Winkel. Schön, egal ob durch Flügelspiel oder den tödlichen Pass, viele Wege führen zum Torerfolg und die perfekte Taktik gibt es nicht. Eure schönsten Treffer speichert ihr auf Memory Card und präsentiert sie in der Goal Gallery euren Freunden inklusive Torschütze und Vorlagengeber. Wenig Neues bei den Optionen, die Spielmodi sind nur nach 15, egal ob kurzes Elfmeterschießen oder tagelange Weltliga. Weltliga fast jede Spielvariante kennen PS1-Fans zur Genüge. Interessant ist der Szenario-Modus. Hier steigt ihr in echte Spiele der jüngeren Fußballvergangenheit ein und versucht zum Beispiel als Squadra Asura, keine Ahnung, in der Verlängerung des EM-Finales gegen Frankreich nicht erneut das Golden Goal zu kassieren. Auch die Optionen mit variablem Schwierigkeitsgrad, unterschiedlichen Wettereffekten und Tageszeiten sind nichts Neues. Als Kommentatoren sitzen wie bei der PlayStation 1-Version Michael Schürmann und Christian Schulz von Eurosport auf der Pressetribüne. Leider kennt das Duo nicht die Namen der Spieler, weshalb ihr euch mit akzeptablen Spielzug-Kommentaren zufrieden geben müsst. Naja, gut, man muss schon ganz ehrlich sagen, ja, da ist man, wenn man dann doch mal FIFA spielt, ist man da wahrscheinlich schon sehr verwöhnt, was das alles angeht. Aber gut, Augen zu und durch, optisch enttäuscht ISS. Die Ruckler der Japan-Version sind zwar weg, aber das augenfeindliche Bildflimmern, ganz schlimm in den Menüs, ist geblieben. PS2 unwürdig, auch das hässliche Publikum und die vielen Grafikfehler. Spieler verschmelzen ineinander und der Ball rutscht ab und an durchs Netz. Um nur einige Beispiele zu nennen. Die Bewegungen der Spieler wirken zum Teil abgehackt, manchmal verhalten sie sich auch eher wie Affen statt wie Menschen. Schließlich scheint euch Konami auch durch die grauenvolle Menümusik sagen zu wollen, Finger weg. Schade, denn spielerisch gibt es bis auf die fehleranfälligen künstlichen Intelligenz nicht zu kritisieren. Würde die Grafik ein ähnlich hohes Niveau erreichen, wäre ISS ein sicherer OPM2-Star-Kandidat. Also ich bin wirklich etwas verwirrt, was diese Wertung immer angeht. Es ist irgendwie, ich finde, das deckt sich immer nicht mit dem, was man liest, auch so hinsichtlich der Erfahrung, die wir jetzt über die letzten Tests so gesammelt haben. Gut, wie gesagt, wahrscheinlich ist es ein anderer Tester jetzt, keine Ahnung, weiß von FIFA beispielsweise, aber irgendwie so ein Gefühl schwingt damit, dass da irgendwas auseinanderklafft. Aber wie auch immer. Spielerisch ist ISS immer noch eine Klasse für sich, doch geniale TV-Stadion-Atmosphäre wie bei der EA Sports-Konkurrenz kommt leider nicht auf. Man sieht deutlich, dass es sich bei ISS nicht um eine PS2-Neuentwicklung, sondern um die Umsetzung der ein Monate alten PS1-Version handelt. Hässliche Zuschauerkulissen, abgehackte Animationen, oft unpassender Kommentar und Bildflimmern, das alles wollten wir auf der PS2 eigentlich nicht erleben. Da auch die wichtigen Vereinsmannschaften fehlen, verliert International Superstar Soccer trotz leichtem spielerischen Übergewichts den Kampf um die erste PS2-Fußballmeisterschaft knapp gegen FIFA 2001. Eine spielstarke Alternative ist's aber allemal. Fazit, spielerisch überragende Fußballsimulation, die leider unter grafischen und akustischen Schwächen leidet. Pro, unkomplizierte Steuerung, realitätsnaher Spielablauf, sinnvolle FIFA-Pro-Lizenzen, kontra enttäuschende Grafik. Keine Vereinsmannschaften, Musik und Flimmern quälen. Okay, wir sind immer noch im Testbereich, allerdings wird das jetzt alles etwas gekürzt hier, beziehungsweise komprimiert. Scheinen so nicht die Top-Titel, ne? Wobei bei Madden hätte ich jetzt vielleicht doch noch mehr erwartet. Na, gucken wir mal. Silent Scope. Ach hier, da hatten wir vorhin die Werbung gesehen. Da hatten wir auch schon irgendwas mit so einem Herz, ne? Das sah irgendwie interessant. Oder, naja, was ist interessant? Das sah interessant aus. Vom Gangster bekommt er höchstens eine Kugel, von der Frau kassiert er ein extra Leben. Okay. In Silent Scope schlüpft in die Rolle eines Scharfschützen. Im Gegensatz zum Automaten, der ein montiertes Gewehr besaß. Ach so, das ist ursprünglich ein Arcade-Spiel, jetzt habe ich es verstanden. Zielt ihr in dieser 1-zu-1-Umsetzung mit Joypad oder Maus? Eure Abenteuer erlebt ihr quasi durch die Augen des Terroristenjägers. Auf vorgegebenen Weg kämpft ihr unter anderem auf Hochhäuserdächern, dem Highway oder in nächtlichen Dschungeln. Okay, also ein Railgun-Shooter oder was? Da ihr immer aus größerer Entfernung schießt, drückt ihr den Zoom-Button, ein Kreis erscheint und vergrößert das eingerahmte Feld. Die Kulisse wechselt erst, wenn alle Bösewichte erledigt sind. Nicht nur die Gangster sind eure Gegner, sondern auch die
unerbittliche tickende Uhr. Zum Glück gibt es für jeden Treffer einen Zeitbonus. Schlechte Schützen üben vorher im Trainingsmodus das Zielen. Silent Scope ist genau das Richtige für Arcade-Fans. Allerdings fällt der Gag des Spiels das Scharfschützengewehr weg. Außerdem haben Profis schon nach kurzem alles gesehen. Somit bleibt Silent Scope Spielhallenfans vorbehalten. 65%. Perfekte Arcade-Umsetzung. Schnell, hart und gut. Leider ist es zu kurz. Auch ein Zwischenspieler-Modus hätte nicht geschadet. Zwei-Spieler-Modus, nicht Zwischenspiel, sorry. Pro 1-1 Automatenumsetzung, umfangreiche Trainingsmodus, Maus ist einsteigerfreundlich. Contra technisch nur PS2-Durchschnitte, 6 Missionen sind zu wenig, leider kein Zwei-Spieler-Modus. 6 Missionen, Alter, und dafür dann 120 Mark? Uff. Madden NFL 2001. Okay, hat echt nur einen winzigen Test bekommen, aber im PlayStation 2 Star. Interessant. Madden NFL 2001 versetzt euch in die gepolsterte Montur eines Football-Profis. Jeder Spieler sieht genauso aus wie in der Realität. Na dann, sogar die Augenfarbe stimmt. Erstmals bei einem NFL-Spiel wurden auch alle Trainer eingebunden. Spielerisch präsentiert sich Madden auch auf der neuen Sony-Konsole gewohnt hochkarätig. Die Steuerung ist unkompliziert, sodass sowohl akkurate Würfe als auch ein erfolgreiches Laufspiel schnell von der Hand gehen. Neu, die Spielzüge sind zum Teil auf bestimmte Starspieler wie Emmitt Smith zugeschnitten. Madden ist nicht weniger als das beste Footballspiel, das es je gab. Fans des amerikanischen Volkssports sollten sich den Kauf keine Sekunde überlegen. Selbst interessierte Neulinge dürften von der faszinierenden Präsentation und der Einsteigerfreundlichkeit begeistert sein. Da die Bewegung sehr authentisch rüberkommt und auch außerhalb des Spielfelds reges Treiben herrscht, haben wir bei Grafik und Stadionatmosphäre nur das leichte Bildflimmern zu monieren. Herausragendes PS2-Football, fast ohne Schwächen, Einsteiger haben nach Sekunden Spaß, Profis sind wochenlang motiviert. Pro grafisch eine Augenweide, perfekte Steuerung, jede Menge Spielmodi, Contra, das Bild flimmert etwas, keine deutschen Kommentare, deutlich zu lange Ladezeiten. Okay, weiter geht's oben rechts mit Gradius 3 und 4. Keine Ahnung, was ist das? Ist das so eine Art R-Type? Nee, ne? Sieht irgendwie, weiß auch nicht, kann die Bilder irgendwie nicht so ganz deuten. Hier würde ich jetzt sagen, es ist R-Type, irgendwie, aber hier unten sieht's aus, als wäre es ein Amiga-Spiel oder so. Darauf haben Arcade-Veteranen gewartet. Eine perfekte Umsetzung von Gradius 3 und 4. Okay, offensichtlich ist es wahrscheinlich sogar ein altes Spiel. Sagt mir nichts. Die Menschheit wird von einer außerirdischen Armada bedroht und nur ihr könnt sie stoppen. Simple Story, simple Steuerung. Während eures Vernichtungsfeldzugs von links nach rechts sind nur zwei Knöpfe wichtig. Mit einem schießt ihr, mit dem anderen aktiviert ihr Extras. Den feindlichen Formationen weicht ihr mit dem Steuerkreuz oder dem Analogstick aus. Manche Raumschiffe hinterlassen nach ihrer Zerstörung Power-Ups. Je mehr ihr davon einsammelt, desto besser ist eure Ausrüstung. Die 1-zu-1-Umsetzung der beiden Arcade-Klassiker Gradius 3 und 4 sind für die PS2-Technik nicht die geringste Herausforderung. Leider wurde bei dem Remake kein richtiger 2-Spieler-Modus eingebaut. Ihr schickt eure Kampfkleider immer noch abwechselnd in die Schlacht. Trotzdem, die hammerharten Klassiker gehören spielerisch noch immer zum Besten, was das Action-Genre hergibt. Vor allem für Nostalgiker geeignet. Hm. Na okay, gut, also geht wahrscheinlich doch so in diese Art-Type-Richtung, ne? Fazit, gelungene Umsetzung von zwei Spielhallen-Klassikern wird allerdings grafisch und technisch der PS2 nicht im geringsten gerecht. Pro zwei Arcade-Klassiker in einem speichert nach jedem Level ab unbegrenzte Continue-Zahl, kontra grafisch nicht PS2-würdig, kein richtiger Zwei-Spieler-Modus für Normalspieler zu frustig. Okay, dann haben wir noch unten Sylphid, The Lost Planet, Alien-Invasion, ihr fliegt mit eurem Raumer den Feinden entgegen und knallt ihn mit die zwei Waffensystemen eins vor den Latz. Der Clou, ihr durchfliegt verschiedenste Hintergrundgrafiken, Erde, Weltall und Alien-Gebiete, ohne dass der Spielfluss durch Ladezeiten unterbrochen wird. Euer Gleiter lässt sich mit zwei unterschiedlichen Waffensystemen bestücken, durch erfolgreiche Einsätze schaltet ihr neue Feuerkraft frei. Das Spektrum reicht von einfachen Frontalschüssen bis hin zum Rundumbomben. Leider sind die verschiedenen Wummen nicht aufrüstbar. Erfolgreich abgeschossene Gegnerformationen hinterlassen nämlich keine Power-Ups, sondern ergeben durch einen steigenden Multiplikator nur dicke Punkte. Dumm ist nur, dass die Geschwindigkeit rapide sinkt, sobald die Grafik ein Niveau erreicht, das man von der PlayStation 2 erwarten darf. Unter dem Strich bleibt ein durchschnittliches Geballer, das auf den ersten Blick Spaß macht, später aber nur noch langweilt. Der letzte Pfiff fehlt. Blender, auf den ersten Blick toll anzusehen, doch leider nicht sehr kurzweilig. Fazit, weniger viele kleine Schwachstellen schauen selbst Ballerfans. Wegen vieler kleiner Schwachstellen schauen selbst Ballerfans zweimal hin, bevor sie in den Weltraum abheben. Pro beeindruckende Lichteffekte, Endgegner mit unterschiedlichen
Endgegner mit unterschiedlichen. Okay. Lange Levels ohne Ladezeiten. Contra, häufige Slowdowns, viel zu geringe Waffenpower, oft langweilige Hintergründe. Super Bust a Move. Wer wegen prachtvoller 3D-Grafik eine PlayStation 2 gekauft hat, liegt hier definitiv falsch. Wie Anno Dunemals schießt ihr farbige Blasen auf einen am oberen Rand hängende Phalanx. Berühren sich mindestens drei gleichfarbige Blasen, regnet es je nach Anzahl Punkte. Der Gegner wird mit Strafblasen zugeschüttet. Was Neues auf der PS2? Wenig. Zwar läuft das Geschehen jetzt in hochauflösender, leicht flimmernder Grafik ab und einige peppige Animationen bringen einen Hauch von Edelversion ins Spiel, doch neben Puzzle- und Arcade-Modus gibt's wenig Neues. Extras am Rande, Gummiablenker, Mini-Blasen, scrollende Abprallwände und vieles mehr sorgen für einige ganz nett Momente, aber mal ehrlich, Bust a Move war schon früher, insbesondere für heiße Zweispieler-Duelle, fast perfekt und ist für die PS1 für knapp 30 Mark zu haben. Also warum sollte man wegen der 10 exotischen neuen Technospielfiguren und anderen Minigags über 100 Mark löhnen? Ehrlich gesagt, wir wissen es nicht. Und dann kriegt das Game eine Wertung von 77. Vielleicht bewerte ich es auch falsch. Keine Ahnung, vielleicht bewerte ich die Bewertung falsch. Das kann auch sein. Ich meine, hier steht Spielspaß. Vielleicht ist der Spielspaß halt trotzdem. Also, Vielleicht. Kann sein. Ich weiß es nicht. Aber ansonsten 77% Spielspaß. Obwohl es eigentlich hier echt so davon klingt, als sollte man die Finger davon lassen, ne? Naja. Pro nach wie vor ein Mordsspaß, hochauflösende Grafik, kniffliger Puzzle-Modus. Contra kaum echte Neuerungen, deutlich zu teuer, Bild flimmert sichtbar. Fazit: perfekte Arcade-Umsetzung, schnell und fesselnd, leider ist es zu altbacken. Die Vorgänger sind billiger und ebenso gut. Naja, okay. RC Revenge Pro. In RC Revenge Pro, sehr schön, ich würde es gerne direkt nochmal aussprechen, mache ich es doch einfach. In RC Revenge Pro brettert ihr mit Mini-Flitzern durch zahlreiche bunte Welten. Unter anderem verschlägt es euch in den Dschungel, in eine Horror-Dimension oder eine Monsterwelt. Um die Gegner am Sieg zu hindern, stehen euch witzige Extras zur Verfügung, die auch gegen euch eingesetzt werden. Druckwellenbomben, Suchraketen, Blitzwerfer oder Wasserbomben sorgen für pausenlose Action. Ein Level-Editor, Zeitfahrmodus und ein 2-Spieler-Option runden das Angebot ab. Spielspaß kommt aufgrund eklatanter Mängel kaum auf. Trotz gelungener Optik ist es schwer, den richtigen Weg zu finden. Die Streckenführung ist unübersichtlich. Auch entscheidet nicht euer Talent über den Sieg. Es reicht, wenn ihr den Hauptpulk hinterherfahrt und die Gegner kurz vor dem Ziel mit der richtigen Waffe lahmlegt. Okay, deshalb unser Tipp: nicht kaufen, macht mehr Spaß. Okay, gut. Klang irgendwie ganz lustig erst, fand ich. Hatte schon fast so ein Mario Kart Flavor oder so. Auch auf dem Wasser entscheiden die Extras über Sieg oder Niederlage. Wer nicht gerne alleine fährt, nutzt den 2-Spieler-Modus. Dieser ist aufgrund der Unübersichtlichkeit kaum spielbar. Okay. Na gut. Top Gear Daredevil. Okay. Top Gear Daredevil. Ich frage mich gerade, ob das was mit der Top Gear Serie zu tun hat, also nicht Top Gear im Fernsehen, sondern es gab ein Rennspiel Top Gear auf dem Super Nintendo, was ich großartig finde, und es gibt auch ein Top Gear auf dem N64, was ich ebenfalls großartig finde. Also, wie gesagt, so ein paar Rennspiele habe ich dann doch gerne gespielt. Optisch würde ich jetzt sagen, hat es damit nichts zu tun. Ich meine, Top Gear ist ja auch eher so ein, kann man ja, also würde mich nicht wundern, wenn es auch andere Spiele gibt, die den Titel aufgreifen. Naja, schauen wir einfach mal. Camco setzt sein okay, gut, da haben wir die Antwort schon. Camco setzt seine N64-Rennspielserie auf der PS2 fort. Eure Aufgabe in Top Gear Daredevil ist es, innerhalb einer großen eines großen Stadtgebiets 16 Münzen einzusammeln. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich meine, ich habe jetzt nicht mehr so ganz vor Augen, wie das auf dem N64 aussah, aber das hier sieht irgendwie, das sieht irgendwie anders aus. Aber keine Ahnung, ist schon zu lange her. Genau, also 16 Münzen einsammelt. Euer knappes Zeitkontingent frischt ihr durch das Sammeln von Uhrensymbolen auf. Okay, das ist definitiv was anderes. Ebenso liegen einige Turbosymbole herum, die eurem Fahrzeug einen gewaltigen Schub verpassen. Eure Münzjagd durch die Metropolen von London, Rom, Tokio und San Francisco ist nicht einfach. Die Straßen sind viel befahren und die Autos steuern sich allesamt träge und lahm. Zügiges Kurvenfahren, wie es
wie ihr es von Driver kennt, ist fast unmöglich. Wenigstens bei den abwechslungsreichen Multiplayer-Modi hat sich Chemco Mühe gegeben. Hier gibt es auch die heiß ersehnten Rennvarianten. Trotzdem will bei Top Gear Daredevil kein richtiger Spielspaß aufkommen. Die eintönigen Solo-Missionen unterscheiden sich nur durch das immer knapper werdende Zeitlimit. Okay, das klingt also definitiv weniger spaßig und hat offenbar, also wenn es wirklich die Fortsetzung von dem Top Gear ist, was ich meine, hat offenbar auch nichts von dem Glanz dieser alten Teile, so wie ich sie zumindest noch in Erinnerung habe. Na gut, pro lustiger Multiplayer-Modus, sehr viel Verkehr in der Stadt, kaum Grafikaufbau, kontra langweilige Missionen, schreckliche Fahrphysik, verwaschen wirkende Texturen. Fazit, wer gerne zu zweit spielt, hat hier sicherlich seinen Spaß. Einzelspieler werden mit lahmen Spielmodi abgefertigt. Schade. Spielspaß 62%. So, und dann haben wir noch Swing Away Golf. EA Games versorgt PS2-Besitzer mit Spaßgolf aus Japan. Im Normalmodus bestreitet ein Turnier. Im Normalmodus bestreitet ein Turnier bzw. ein einzelnes Match oder spielt einfach so zum Vergnügen. Im Normalmodus bestreitet ein Turnier. Okay, beziehungsweise ein einzelnes Match oder ein Spieler. Umfangreicher ist der Story-Modus. Ihr absolviert Turnier für Turnier und bastelt an eurer Karriere als Golfprofi. Gewinnt ihr die Veranstaltung, winkt euch ein hohes Preisgeld. In den Spielpausen investiert ihr das Bare in neue Schläger, Handschuhe oder Bälle. Auf dem Platz orientiert sich Swing Away Golf an Sony's Everybody's Golf. Mit wenigen Handgriffen justiert ihr die Schlagstärke mittels eines Energiebalkens. Zusätzlich dürft ihr noch den Spin einstellen, um den Ball gegebenenfalls um Hindernisse herumfliegen zu lassen. Beim Putten erscheint ein Raster auf dem Grün, damit das Einlochen etwas leichter fällt. Dadurch erkennt ihr sehr viel einfacher Unebenheiten auf dem Untergrund. Swing Away Golf überzeugt durch intuitive Spielmechanik und fein gezeichnete Grafik. Das macht es auch für Nicht-Golfer sehr interessant. Die detaillierten Charaktere erinnern mehr an Comicfiguren als an realistische Sportler. Pro sehr gute Spielmechanik, ausgereifte Steuerung, witzige Charaktere, kontra leider wenig innovativ, Texturen der Bäume flimmern, keine deutsche Übersetzung. Fazit, witzige Sportsimulation mit allerhand Tiefgang und Spaß, die nicht nur Profi-Golfer vor die Spielekonsole fesselt. Spielspaß 79%. Aqua Vetrix 2. Die Spielmechanik von Aqua Vetrix 2 ähnelt der des Videospielklassikers Tetris. Ziel des Knobelspiels ist es, auf einer dreidimensionalen Fläche Wälle und Dämme zu errichten, um damit das Regenwasser aufzufangen. Die benötigten Objekte zum Mauerbau fallen in bester Tetris-Manier vom Himmel. Sie unterscheiden sich jedoch in ihrer Wirkungsweise. Zu den regulären Aufbauobjekten erhaltet ihr immer wieder Teile, die zum Abtragen der Erhebungen dienen. Eure Arbeit wird zusätzlich von Bomben und Eisblöcken behindert, die tiefe Löcher in die Landschaft sprengen oder das Wasser für kurze Zeit einfrieren. Sobald ihr einen großen Behälter gefüllt habt, sichert ihr eure Punkte, indem ihr die Flüssigkeit mit einem Meteor verdampft. Leider macht es die übersensible Steuerung schwierig, die Steine präzise auf das Feld zu setzen. Knobelfans können trotzdem Probe spielen, denn dank des interessanten Spielprinzips weiß Aqua Vetrix 2 anfangs durchaus zu gefallen. Okay, sieht auf alle Fälle sehr abgefahren aus, sehr experimentell, das ist irgendwie so eine Art Spiel, habe ich das Gefühl, naja gut, würde man heute vielleicht noch irgendwo im Indie-Bereich finden, stimmt, aber würde wahrscheinlich nicht mehr so die Prominenz haben. Nur wenn ihr die angegebene Punktzahl erreicht, aktiviert sich das schützende Energiefeld. Weiß nicht, also ich mag Tetris, deswegen finde ich das gerade ganz interessant irgendwie, vielleicht doch mal irgendwie aufzugreifen. Naja, pro realistische Wassereffekte, innovatives Punktesystem. Lustige Charaktere, kontra überempfindliche Steuerung, ungünstige Spielperspektive, undurchsichtiges Spielprinzip. Also wenn das hier die Spielperspektive tatsächlich ist, dann ist das in der Tat vielleicht nicht das Beste, weil hier unten sehen wir es ja auf einem anderen Blickwinkel. Es könnte doch irgendwas, was weiß ich nicht sein, irgendein Zwischenscreen, Endscreen oder was auch immer. Na gut, aber irgendwie hat es mein Interesse. Q-Ball, Billiard Masters. So sicher wie das Amen in der Kirche. Zu jedem Konsolenstart erscheinen auch Billardspiele. Ist das noch so? Ich weiß es nicht. Q-Ball, Billiard Masters ist eine unspektakuläre Simulation. Zur Wahl stehen verschiedene Variationen wie Pool oder Nineball. Wie in allen vergleichbaren Spielen bestimmt ihr per Steuerkreuz bzw. Analogstick die Ausrichtung eures Stoßes. Zusätzlich entscheidet ihr noch,
ob ihr den Ball mit Effet, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, spielen wollt und wie stark ihr durchzieht. Und wie alle vergleichbaren Spiele scheitert auch Cueball Billiard Masters an der simplen Tatsache, dass ihr die Lage der Kugel nicht korrekt abschätzen könnt. Nur weil die Kugel physikalisch erfreulich korrekt Weil die Kugeln physikalisch erfreulich korrekt laufen, bleibt zumindest für Billardfans ein Kaufgrund. Auch die Grafik wird nur anspruchslosen Billardprofis genügen. Ein Tisch, Kugeln, ein Kö und ein paar Hintergrundgrafiken. Das war's schon. Auch auf der PlayStation 2 ist anscheinend keine realistische Darstellung der Billardspieler selbst möglich. Die Optik beschränkt sich auf sterile Räume, einen Tisch, ein paar Kugeln und das Kö. Physikalische korrekte Kugellauf Extrasimulation erklärende Billardlektionen pro und contra schmucklose Präsentation lieblos gestaltete Menüs kaum spielerische Abwechslung. Fazit: Wer unbedingt auf der PlayStation 2 Billard spielen möchte, kann zugreifen, der Rest lässt das Kö im Regal. Francis Ford Coppola presents Apocalypse Now, nur für kurze Zeit auf DVD erhältlich. Na dann, ich denke, den Zeitpunkt haben wir verpasst. Das war Episode 4 von 5 der ersten Ausgabe meines neuen Formats ReadRow. In der Episode haben wir die Tests abgeschlossen. In der nächsten widmen wir uns Hightech-News sowie grob der Technik der PlayStation 2. Außerdem überfliegen wir DVD-Releases aus dem Jahr 2001. Und wir schauen uns, und da freue ich mich besonders drauf, Leserbriefe an. Wie immer, das Inhaltsverzeichnis zu dieser Episode findet ihr in der Videobeschreibung, ebenfalls dort Supportmöglichkeiten und Social Media Links. Das war's für diese Episode. Bis dahin, kenne deine Pixel.